Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, danke an Peter für die Einladung und den Impuls, darüber nachzudenken, was das nächste Thema sein könnte, über das man ich heute hier erzählen könnte. Und als wir uns das ausdachten, irgendwann im Frühsommer, war mir noch gar nicht bewusst, das war so eine Intuition, dass es tatsächlich so spannend wird, weil ich habe ja schon gesagt, inzwischen ist sogar ein Buch dazu erschienen und manches andere in Bewegung. Das wird sich vielleicht jetzt im Weiteren noch erschließen. Er sagte, ich soll noch kurz was zum Hintergrund von mir sagen, da manche irgendwie das erste Mal hier sind. Also ich habe auch mal Philosophie studiert in den 80er Jahren an der Humboldt-Universität Berlin. Das war insofern eine spannende Zeit, als das alte System, was wir noch kennen, nicht mehr an der Macht war, das neue auch noch nicht. Und so in offenen Räumen, so sind Menschen motiviert, so mal unkonventioneller über Dinge nachzudenken. Und jetzt bin ich hier in Görlitz an der Hochschule und unterrichte Kulturphilosophie, aber mein Vortrag wird in gewisser Weise an diese Zeit von damals anschließen. Und nach dem Studium fiel also die Mauer in Berlin und zusammen mit Rudolf Barrow, über den ich letzten Dezember ja hier schon berichtete, gründeten wir ein Institut für Sozialökologie und das hat im Grunde mit den Fragen zu tun, die beiden Damen, die diese Philosophie für Kinder machen, wir haben schon kurz berührten, ne, angesichts der heutigen Situation, die wir Umweltkrise nennen können oder wie auch immer, zeigt sich immer deutlicher, wir werden der Sache nicht gerecht, wenn wir sie nur im Außen lösen müssen. Und so kam ja damals auch schon zu dem Punkt, wenn man das aus philosophischer oder metaphysischer Sicht sehen mag, dann geht es vielleicht um noch eine andere Dimension. Dann ist dieser Klimawandel vielleicht eine Art Herausforderung des Universums oder wie immer ich das Ganze nennen mag, an den Menschen so einen nächsten Schritt seiner Bewusstseinsentwicklung zu vollziehen. Und aus dieser Perspektive stellen sich manche Themen halt anders dar. Und da macht es also auch Sinn, Kindern, die ja diese Welt der Zukunft gestalten werden, schon früher einen Zugang zu ermöglichen zu bestimmten Seiten des Menschen ihrer selbst, die in den letzten 200-300 Jahren der modernen Industriegesellschaft einfach nicht wichtig waren für die Funktion dieses Systems und daher auch nicht besonders entwickelt wurden. Und deshalb knüpfe ich jetzt nochmal insofern an die Zeit von damals und an jetzt einen theoretischen Ausgangspunkt, der in diesem Buch von Rudolf Barrow festgehalten wurde. Kurzes Zitat: Wir bringen die Kommunion nicht zustande, die den Krieg des Menschen mit dem Menschen, die Konkurrenz der patriarchalen Egos beenden würde. Wir gehen sogar für unsere an sich unverwechselbare, natürliche Person von konkurrierender Knappheit aus, nicht von Fülle. Es fehlt uns an Bestätigung, gerade weil wir uns nicht überfließen lassen. Der angstvolle Drang, das zu kompensieren, gibt unserer Kultur den friedlosen Charakter. Der Rückzug von der Megamaschine so als Begriff für eine moderne Welt, die stark eben technisch maschinenartig organisiert ist, wird nur gelingen als Rückzug auf die eigene Mitte, als deren Eroberung, die Ankunft dort. Darauf bezieht sich Einsteins Wort, nicht die Atombombe sei das Problem, sondern das Herz des Menschen. Nur wer sich selbst genug ist, dass ihm alles Notwendige zufließt, kann aufhören, Jäger zu sein. Nicht entbehren kann der Mensch, der seine eigene Mitte finden will, den anderen Menschen als Spiegel, mehr als Freund, mehr als Geliebten oder noch mehr als Gehilfen zur Gottheit. Hier ein Gleichgewicht zwischen Abhängigkeit und Freiheit, Bedürftigkeit und Selbstgenügsamkeit zu finden, ist die endlich unentrinnbar gewordene Aufgabe der Kultur. In der Erfahrung, dass die anderen die Hölle seien, wie Sartre sagt, erscheint der Kern der Tragödie der Individualität. Wir fürchten im anderen uns selbst, denn schließlich sind wir, ehe wir uns in allem Übrigen wiedererkennen, hier wirklich auch das Gegenüber mit. Deshalb hängt die Heilung der Kultur davon ab, ob es gelingt, in der Mittelpunkt die Kommunion von Liebe her und auf Liebe hin zu sichern, das Ersparte
so viel kompensatorischen Tatendrang nach außen. Und wer das jetzt ein bisschen so in sich ventiliert hat, hat vielleicht schon wahrgenommen, dass diese Gedanken irgendwo etwas Wichtiges, Richtiges haben und trotzdem doch jenseits dieser ganzen Diskurse sind, die wir heute so unter dem Zeichen Klimawandel erleben. Man redet über diese Themen eigentlich nur am Rande oder gar nicht. Und deshalb habe ich mir also gesagt, es ist zu schade, weil dieses Institut, was wir in Berlin gründeten, das lebte also nur so lange, wie dieser Freiraum nach dem Mauerfall war, von 1990 bis 1997. Dann kam das andere System und führte seine Strukturen ein und dann war für solche Themen an der Humboldt-Universität auch mal auch kein Raum. Und so nahm ich es dann mit und dachte darüber weiter nach, mit anderen Menschen zusammen. Und dann noch ein letztes Zitat, bevor ich dann etwas konkreter denke. Wenn wir eine gute Gesellschaft wollen, so ist ein glücklicheres Bewusstsein zu erlangen, der Imperativ noch hinter dem kategorischen Imperativ. Wir kommen weder praktisch noch im Verstehen an die Ursachen der ökologischen Krise heran, wenn wir nicht anstatt aus Abwehr, aus Urvertrauen handeln lernen. Auf diese so häufig und weitgehend verschüttete Quelle müssen wir zurück, sie müssen wir pflegen. Nur glücklich können wir richtig sein, bloß pflichtgemäß werden wir nur Eingriffe finden, mit denen wir doch wieder die Harmonie der Welt stören. Umkehr der Herzen muss also vor allem Öffnung der Herzen sein. Es geht also um eine soziale Praxis, die unsere Liebesfähigkeit entwickelt. So erklärt sich also ein Teil des Titels, das Liebesverhältnis zwischen dem Ego und dem höheren Selbst. Jetzt noch kurz ein zweites Zitat, um zu zeigen, dass es gar nicht mehr so isoliert ist, der Gedanke, so ein Buch, was vor wenigen Jahren erschien, was inzwischen auch relativ Furore gemacht hat weltweit, Frédéric Laloux, wer es nicht kennt, französischer Unternehmensberater, schrieb ein Buch Reinventing Organizations, wo er quasi weltweit Unternehmen danach erforschte, ob es welche gibt, die andere Werte haben. Schreibt darin, die aufregendsten Durchbrüche im 21. Jahrhundert werden nicht durch die Technologie entstehen, sondern durch ein sich erweiterndes Verständnis des Menschen. Zitiert er jetzt schon Nesbitt. Der Übergang zur integralen, evolutionären Stufe geschieht, wenn wir die Identifikation mit unserem Ego überwinden. Indem wir unser Ego aus der Distanz betrachten, sehen wir plötzlich, wie seine Ängste, Ziele und Wünsche oft unser Leben bestimmt. Was tritt an die Stelle der Angst? Die Fähigkeit, der Fülle des Lebens zu vertrauen. Also ein sehr ähnlicher Gedanke, obwohl die beiden miteinander eigentlich keine Berührung hatten. Und das ist also der Hintergrund, warum ich darüber nachdachte. Und kürzlich auch bei einer Kollegin, die Stöbel-Richter, die auch an der Görlitzer Hochschule ist und dort Gesundheitswissenschaften lehrt. Also jetzt aus der Einleitung, bevor ich das dann noch ein bisschen mehr erläutere, was darin steht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Satz steht im Neuen Testament und wird nur selten mit seiner ganzen Schönheit und Bedeutung wahrgenommen. Dabei verweist er auf einen entscheidenden Moment unseres Daseins. Wir können uns mit einer in Anführungszeichen höheren Dimension, Energie und Qualität des Seins und des Universums verbinden. Wenn uns dies gelingt, wird unser Leben auf erstaunliche Weise lebendiger, erfüllter, kreativer, glücklicher, schöner und oft auch gesünder. Mit dieser höheren Dimension bewusst in Kontakt zu sein, bedeutet aber nicht, dass man damit per se besser oder wertvoller ist als andere, sondern dass die Energiefrequenzen des universellen Feldes, mit denen man in Resonanz kommt, eine höhere Frequenz und damit größere Wirkung und Reichweiten in allen Bereichen und Aspekten des Seins haben. Diese Dimension und Energie, welche in der christlichen Kultur mit Jesus Christus identifiziert wird, verbindet sich in anderen Kulturen mit anderen Namen, wie Shiva, Yahweh, Buddha, Mohammed und manchen weiteren. Weil diese Dimension bzw. Energie so erstaunlich, fast unbegreiflich und manchmal scheinbar unerreichbar
oder gar übermenschlich ist, projizierte man sie oft auch in ferne Welten und nannte sie Brahma, Tao, Yahweh, Gott oder Allah. Weil diese etwas mystischen und oft mit religiösen Abhängigkeiten verbundenen Bilder und Begriffe aber für uns moderne und freie Menschen nicht wirklich taugen, nimmt mehr und mehr ein neuer, fast schon psychologischer Begriff dafür Raum ein, das höhere Selbst oder Higher Self. Einige Überlegungen dazu jetzt also konkreter. Wenn man einen kurzen so vor diesem Hintergrund jetzt mal Durchgang durch die Philosophiegeschichte macht, wird sichtbar, dass es eine Linie gibt, die eigentlich schon immer versucht, so diese zwei Dimensionen des Menschen, die ich jetzt Ego und Higher Self nenne, so zu reflektieren. Schon Sokrates, also eigentlich ja einer der Gründungsväter der Philosophie und des modernen dialogischen freien Denkens, sprach davon, dass wir neben unseren Alltagsgedanken und Sorgen so tief in uns etwas haben, er nannte es Daimonium, eine Art innere Stimme, mit der uns andere Dinge zur Kenntnis gibt oder intendiert. Dann Spinoza, einer der wichtigsten Denker so für die moderne Philosophie, der also fast alle weiteren dann inspirierte, schrieb ein Buch, das nannte er Ethik, wo er so eine Art Mathematik der Emotionen versuchte, also schon sehr modern, ne? Heute kommt die Wissenschaft oder Philosophie allmählich wieder dahin, dass wir nicht nur Verstand, sondern vor allem Gefühle sind. Und da macht er also eine Art Mathematik der Gefühle, analysierte die alle und kam darauf, wir haben zwei Qualitäten dieser Gefühle. Die einen nannte er Passions, sowas wie Leiden. Das ist das, was uns jeder kennt, das ne? Dann eher so gestresst, angstvoll, sorgenvoll, eifersüchtig, was immer alles macht. Und die anderen nannte er Actions. Kann sowas sagen wie freier oder lichtere Gefühle, ne? Da sah er dann Mitgefühl, Weisheit und andere, die also nicht nur Gedanken sind, sondern auch emotional in uns vorhanden sind und uns in Bewegung setzen. Also ein deutlicher Unterschied zwischen Passions und Actions in unseren Gefühlswelten. Dann Hermann Lotze, über den wir ja auch schon irgendwann mal berichteten, also einer der Philosophen dieser Gegend, geboren in Bautzen, aufgewachsen in Zittau, schrieb dann ein Buch 1856, Physiologie der Seele, was erstaunlich ist, was quasi so wie aus dem Nichts heraus Dinge denkt, die noch immer nicht wieder neu gedacht sind. Er sprach davon, also wir haben in uns so eine Art Organ, was man Seele nennen können, dessen Funktion es ist, diese beiden Welten, sagen wir, unsere physische Dimension und unsere geistige, so in Verbindung zu bringen, abzustimmen. Aber eben vorausgesetzt, wir haben diese zwei Welten in uns, eine eher physisch-emotionale und eine eher geistig-emotionale. Und dann im 20. Jahrhundert taucht es ähnlich bei C.G. Jung, also ein Schüler Sigmund Freuds, auf. Er sprach aus seiner Sicht, wir haben uns so als ethische Instanzen einerseits, dass wir, was wir Gewissen nennen, ne, was wir kennen, was uns oft so sagt, das sollst du, das darfst du nicht. Und meinte aber, dieses Gewissen ist oft einfach nur die Stimme einer beschränkten Welt in uns. Unser Lehrer, unsere Eltern, die wir so als Kindheit aufgenommen haben, unterschied. Da neben etwas anderes, das nannte er auch innere Stimme, also eine andere Art, innere Instanz, die uns auch irgendwelche sanften Intentionen, Ideen, Sehnsüchte mitgibt. Und er meinte, es sind eigentlich zwei verschiedene innere Stimmen und es ist gut zu lernen, die beiden zu unterscheiden. Wenn wir sie nicht unterscheiden, kriegen wir nicht klar, wer treibt uns jetzt gerade, sind das meine Eltern, meine Lehrer oder ist das so mein universelleres Lesen. Dann einer der Vordenker der integralen Wissenschaft, John Gebser, ein Kulturphilosoph, geboren in Posen damals, dann in Deutschland und Schweiz wirken, untersuchte quasi so, wie können die Zukunft des Menschen, die damals schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu sehen war, dass sie nicht so sich bewegen kann, wie die letzten 200 Jahre in bestimmten Theorien, Begriffen, die uns zu eng, zu klein machen, untersuchte, was wären gute Gedanken, Begriffe, Kategorien, die uns ein anderes Bild von uns geben und prägte dann eine, finde ich, nach wie vor sehr spannende Unterscheidung so großer Epochen der Menschheitsgeschichte. Ich habe das jetzt hier nur in Resonanz gesetzt, manche kennen das Modell, so moderneres Biodynamics, was jetzt
noch aus einem anderen Kontext des amerikanischen Sozialpsychologen Claire Clavescombe. So, er sagt, lange Epochen der Menschheitsgeschichte war der Mensch sowas wie egolos. Wir waren Teil von Stammesverbänden, Naturvölkern und konnten nur als Teil dieses Stammes überleben und hatten auch noch wenig so Kommunikationsmittel, so uns als Individuum zu begreifen und nicht nur als Teil des Stammes, der Familie. Und dann, meinte er, kam die Zeit, die wir verbinden jetzt mit stark der modernen Gesellschaft, die den Menschen freisetzte aus den Stammesverbänden. Jeder kennt diese berühmten Sprüche, Stadt, Luft macht frei und so weiter. Und die Menschen spürten auf einmal, es kann Gesellschaften, Kulturen, Welten geben, wo ich nicht nur Teil eines Stammes, einer Religion, einer Familie bin, sondern wo ich mehr Raum habe, meine eigene, ganz besondere Individualität zu entwickeln. Das Problem dieser ersten Befreiung des Ich war aber, es war noch sehr behaftet mit Ängsten. Wir kennen die alle unbewusst, wir leben in dieser Welt, dass so diese Angst verloren zu gehen, nicht genug zu haben, wie die Zitate von Rudolf Barrow, immer noch mit unserem Gefühl von Freiheit verbunden ist. Wir sind einzigartig, aber sind noch stark behaftet mit der Angst, wieder aufgesogen zu werden von Politikern, Gesellschaften, dem Nichts, dem Tod, whatever. Und so meinte er, wird es vielleicht irgendwie eine neue Kultur geben, die so eine Art Synthese dieser beiden Qualitäten ist. Und die nannte er dann Ich frei. Und Ich frei ist was anderes als Ich los. Das heißt, wir werden irgendwann vergegenwärtigen, wir sind jeder, sie, du, ganz einzigartig, nicht nur ein Produkt unserer Eltern, unserer Gene, unserer Familie, unserer Gesellschaft, sondern irgendwo ein einzigartiges Produkt des ganzen Universums, der ganzen Evolution, genetisch einzigartig, geistig. Und haben das Recht, auch dies zu sein. In manchen Situationen kennt das jeder, wo man vor der Frage steht, tue ich jetzt etwas, was ich tun sollte, was gut ist für meine Familie, Unternehmung, Gesellschaft, oder spüre ich, jetzt ist es irgendwo Zeit, mal meiner Intuition in der Stimme zu folgen und doch was ganz anderes zu tun. Dieses innere Spiel kennen, glaube ich, alle. Und Ich Freiheit meint eigentlich genau das, spüren zu können, wann ist es gut, eben mein Ich, mein Ego zu forcieren, dazu zu stehen, Führung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, und wann kann ich das auch wieder loslassen? Kann ich dann angstfrei mich hingeben, fallen lassen, das Vertrauen in die anderen, das Universums, wie auch immer. Also als Synthese, manchmal brauche ich dieses Ich, dieses Ego, es ist einzigartig, gibt mir Kraft, Kompetenz, Willen, und andererseits muss ich auch spüren, dann brauche ich es nicht, wann hindert es mich, dann macht es mir Angst, schafft es zu viel Konkurrenz in der Welt. Also eine, finde ich, sehr schöne und fast geniale Idee, welche Art Zukunft menschlichen Selbstbewusstseins hier brauchen könnten und vielleicht irgendwann entwickeln werden. Weil, wie gesagt, unsere heutige Kultur ist leider noch damit beschäftigt, dieses Egohafte auszubringen. Ein anderes Modell, was viele auch kennen, das irgendwo das ähnlich suggeriert, ist die berühmte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Auch er unterschied ja hier in die Defizitbedürfnisse, was ein bisschen ähnlich ist wie die gerade schon erzählten Passions von Spinoza, unsere Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Schutz, nach Wärme, nach Zuneigung, und die Wachstumsbedürfnisse, so die inneren Bedürfnisse nach persönlicher Entwicklung, bis hin zur Transzendenz, nach Schönheit und so weiter. Also diese Doppelseitigkeit taucht des Öfteren in verschiedenen Sprachformen auf. Und eben vor diesem Hintergrund, wie gerade schon mit John Gerster zitiert, ist es also wichtig, dieses Ich-Ego, was sich also in der westlichen Kultur ausgehend von der Philosophie von Sokrates, Platon erstmals herausgebildet hat, so als die Erkenntnis, der Mensch darf sich selbst erkennen als einzigartiges Wesen, nicht nur als Teil einer Höhle von Gesellschaft und Familie, whatever. So ist also eine Leistung, die man auch nicht zu gering schätzen darf, weil erst dieses Ich-Ego ermöglicht es uns, also auf komplexe Situationen, denen wir täglich gegenüberstehen, wo immer wir sind, strömen ja unendlich viele Informationen, Gefühle, Energien auf uns ein und geben uns ständig in irgendwo die Herausforderung, irgendetwas zu entscheiden oder nicht zu entscheiden. Und das Positive, also was man inzwischen auch neurobiologisch herausbekommen hat, diese Fähigkeit ist verbunden mit einem bestimmten Teil unseres Hirns, des posterioren singulären Cortex, und dieser ist 40% mehr durchblutet im Aktivzustand des Menschen als die anderen Gehirnregionen. Und man hat auch herausgefunden, dass das also insofern kein Zufall ist, weil genau da organisiert sich diese Ich-Fähigkeit. Mein Willen,
meine Angst aber auch, verloren zu gehen. Ne? Also es ist positiv, aber behaftet eben mit diesen Eierschalen der Angst. Und hat also insofern dann das Problem, dass weil diese Fähigkeit, uns auf uns zu fokussieren, sehr viel Energie braucht und wir das auch erstmal noch trainieren müssen in unserer Weltkultur weltweit, dass wir einzigartig sind, so ging in diesen Phasen der Entwicklung eben das andere verloren. Andere Formen der Wahrnehmung, die also stärker mit dem Universum, der Natur, anderer Menschen verbinden, sind sozusagen in dieser modernen Kultur nicht so ausgeprägt. Was eben Folgen hat, ne? Wir leben ja nicht nur in der Zeit der Umweltkrise, sondern wer die Zeitung verfolgt, liest auch öfter von diesem, trotz dieses Reichtums der westlichen Kultur, zunehmenden sogenannten seelischen Störungen, Ängste, Depressionen und so weiter. Das ist also genau eigentlich das Problem, dass wir irgendwo spüren, da fehlt etwas und wir finden aber nicht heraus, weil wir uns in dieser Schleife immer nur in diesen Teil um uns drehen. Wie gesagt, es hat etwas Positives, aber auch das Negative, was schon der Schüler von Sokrates, Platon, in seinem berühmten Höhlengleichnis schön beschrieb. Wir bewegen uns oft, eben, als ob wir in einer Höhle sitzen, in einem Gefängnis, drehen uns immer wieder um dieselben Sorgen, Ängste, Probleme, die wir irgendwo mal mit der Kindheit wo immer eingesogen haben. Aber mit dem Vorteil, es schafft überhaupt erstmal Individualität, das Gefühl, wir sind jemand einzigartig. Und da also, wie eingangs zitiert, aber diese Kultur des Ego, des Ichhaften, irgendwie an die Grenzen kommt, weil spätestens durch das, was so Klimawandel heißt, was zunehmend verhandelt wird und mit momentan nicht so guten Prognosen unsere Zukunft auf dieser Erde darstellt, wird sichtbar die verloren gegangenen Wahrnehmungsfähigkeiten, ne, auch die Natur wahrzunehmen, auch die anderen Menschen in ihren Gefühlen, Situationen als gleichwertig zu meinem Ego wahrzunehmen, so, dafür brauchen wir neue Zugänge. Ansonsten werden wir diese ökologische Krise vermutlich nicht lösen, weil diese Energie, eingangs zitiert damit Rudolf Barrow, egal was wir produzieren, ob Elektroautos oder Solarstrom, wenn die wieder eingesogen wird von vielen Egos, wie schickt das, was gerade geschieht? Man kauft sich dann noch ein Auto mehr, nimmt sich eine größere Wohnung, macht noch 10 Urlaubsreisen mehr. Das ist zwar dann ökologischer, aber in Summe geschieht nichts, weil dieses Ich-Ego eben die Tendenz hat, das stark immer wieder auf seine Bedürfnisse zu fixieren. Deshalb also brauchen wir Begriffe, Herangehensweisen, Kulturen für diese andere Seite, die uns auch schon immer irgendwo angelegt ist als Mensch. Und dieser Begriff, den ich eingangs schon nannte, der momentan sich als derjenige anbietet, mit dem man vielleicht am ehesten arbeiten kann, ist dieses Higher Self oder höheres Selbst. Weil die anderen Begriffe, die auch im Raum schweben, wie gesagt, die klassisch religiösen, Nirvana, Shiva, aller Göttin, der von Sokrates, Daimonen oder die physikalischen, die man jetzt auch als Versuche findet, so die Welt als Ganzes wahrzunehmen, Quantenfeld, Nullpunktfeld, Energie, Liebe, die berühren alle dieselbe Dimension, aber sie taugen nach unserer Wahrnehmung nicht so richtig, um diese Qualität in uns bewusst werden zu lassen. Sie projizieren das immer noch zu sehr irgendwo anders hin, in die Physik, in das Göttliche oder whatever. Und haben außerdem ein zweites Problem, weil viele dieser Techniken, die wir inzwischen suchen und auch finden, die also Tatsache die Fähigkeit haben, im Hintergrund dieser gerade eben dargestellten Erkenntnis, dass es diesen posterioren singulären Cortex gibt, der 40% mehr durchblutet ist und uns zu diesem Aktivitätsmuster des Egos sozusagen verhilft, ist, dass es schon immer Techniken gibt, uns daraus zu befreien, aus der Höhle herauszutreten. Es gibt dazu moderne Dinge wie LSD oder andere bewusstseinserweiternde Substanzen haben diese Wirkung. Das kann man inzwischen nachweisen. Sie bewirken, dass diese Fokussierung loslässt und man andere Wahrnehmungsfelder wieder verstärkt. Wer jemals damit hantiert hat, kennt das. Man nimmt auf einmal Dinge wahr, die man vorher nie gesehen hat, gefühlt hat. Und es gibt aber auch klassische Methoden, die erwiesenermaßen dieselbe Wirkung hat. Ob Meditation, Yoga, Gebet, man hat untersucht, es hat genau dieselbe Wirkung. Auch sie befreien uns aus dieser starken Fokussierung auf unser Ich, unsere Angst. Sie machen uns irgendwo zugänglicher für andere Felder der Realität.
Aber viele dieser klassisch östlichen Methoden, ne, die in China, in Indien, in Japan, Indonesien entstanden sind, so in früheren Krisen, die vor 4.000 Jahren diese früher entwickelten Kulturen erschütterten, wo auch sich wie heute Macht verselbstständigt und andere Dinge, entstanden diese Techniken als eine Art im Ausweg des Menschen so aus dieser sehr leidvollen, sehr schrecklichen, ne, Gesellschaft. Ne, man sucht und fand Techniken, die uns wenigstens innerlich da herausgleiten lassen. Aber viele eben haben das Problem davon, dass sie eben Teil einer Welt waren, die im Äußeren in der Gesellschaft keine Lösung bot, und so man sitzt auf Fluchttechniken in das Higher Self, in mein höheres Ich, und haben das Problem, dass sie uns quasi aus der Welt herausbieten. Und jeder kennt das irgendwo auf dem heutigen Markt der Möglichkeiten von Spiritualität, Esoterik, gibt es ja viele Varianten von Yoga, von Meditation, die sich nur damit beschäftigen, uns quasi dann nur noch um unser Erleuchtetsein drehen zu lassen und irgendwo dann den Kontakt zur Welt eher verlieren lassen. Also ist das auch nur eine beschränkte Lösung. Das heißt, wir brauchen eine Kultur, die irgendwo beides zulässt, ne, die anerkennt, es gibt, oder wir brauchen Techniken, Methoden, die uns aus der Fokussierung auf unsere Höhle, unser Ego sozusagen herauslösen können, aber sie sollten zugleich ermöglichen, dass wir dann nicht sozusagen aus dieser Realität, in der wir auch als physische, emotionale Wesen leben und für die wir auch mit verantwortlich sind, eben einfach uns dann herausbieten, als irgendeine Art klassischer Yogi, irgendeine Höhle im Himalaya auf den Berg setzen und die Welt Welt sein lassen. Das ist wahrscheinlich auch nicht die optimale Variante, außer als Zwischenschritt, um der heutigen Situation der Menschheit Lösungen zu ermöglichen. Und so ist also die Frage, was ist jetzt eine sinnvollere Variante so der menschlichen Kultur? Und hier also jetzt so dieser Vorschlag. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Teil von uns ist dieses Ich-Ego, das hat jetzt nach der westlichen Psychologie dann noch bestimmte unbewussten Seiten, echt, über Ich, Sigmund Freud. Und die andere Variante ist dieses transpersonale Selbst, Higher Selbstbewusstsein, selbstbewusstes Feld der Energie Liebe. Und dazwischen gibt es jetzt auch, wer so ein bisschen in diesem modernen Suchmarkt beobachtet, verschiedene Vorgehensweisen, Intentionen, um diese Verbindung und die Mitte zu finden. Ne? So, Gerhard Hüther hantiert mit diesem Begriff der Würde, versucht den zu positionieren als eine Art Instanz, die uns irgendwo aus dem Ego befreit. Der Begriff der Seele, hatte ich schon zitiert, taucht zufällig öfter auf, wenn auch leider nicht mit der Klarheit, wie Hermann Lotze damals schon mal versuchte, ne, als Vermittlung zwischen diesen beiden, und auch dieses mehr so ein mystischer Begriff, der uns nicht weiterhilft. Oder andere Begriffe, die klassisch mehr so aus dem Östlichen kommen, sind so der innere Beobachter, der Zeuge, den man in sich ausbilden kann. Und also alles, was geschieht im Außen und im Innen, man mit wie so eine Art inneres Auge noch reflektieren kann. So, aber Hintergrund also wäre erstmal anzuerkennen, ja, wir haben als Mensch eben so natürlich abstrakt und ein bisschen künstlich, aber das sind zwei verschiedene Qualitäten des Seins. Eines, was wir jetzt nicht Ego nennen können, und ein anderes, was wir jetzt vielleicht mit bestem Begriff als höheres Selbst bezeichnen können. Und wenn das also so ist, dann ist die Frage, so, wie gehen wir mit diesen beiden Seiten in uns um? Weil, wie gerade schon erläutert, ne, bisher bietet unsere Kultur vor allem zwei Umgangsweisen, die beide nicht aus unserer Sicht sinnvoll sind. Die eine eben, unser Ego zu stärken und das andere zu vernachlässigen, und die andere Sicht aus dem Östlichen, unser Higher Self oder Erleuchtetsein zu fördern und unser Ego zu verlieren oder unsere Ich-Kraft aufzulösen, beides bringt uns nicht weiter. So ist die Frage, wie ist die Integration dieser beiden Seiten denkbar? Und da kamen dann irgendwann, also ausgehend auch von Rudolf Barus Gedanken und anderen Forschungen, die jetzt in diesem anderen Buch dokumentiert sind, nur die Kunst des Lebens im Tun, da haben wir so 40 Unternehmerinnen und Unternehmer interviewt, ob quasi diese Energieliebe, wie man das Quantenfeld auch nennen kann, also ein Motiv oder eine Kraft ihres Erfolges ist, was die Lustigen was auch alle zugegeben haben, und meinten aber leider, können sie in der sonstigen betriebswissenschaftlichen, wirtschaftlichen Dingen kaum darüber reden. Und wenn wir davon ausgehen, so, es gibt ein universelles Feld, was man Quantenfeld nennen kann, Gott oder Evolution oder Universum, und nach bestimmten
Gedankenansätzen von Erich Fromm, von Teilhard Chardin oder selbst in der Bibel steht ja Gottes Liebe, ist das so eine Art Feld mit zwei Qualitäten. Dieses Feld, wenn man es jetzt quantenphysikalisch betrachtet, hat schon immer so zwei Seiten. Jeder kennt das aus der Physik. Ne? Licht kann als Welle oder als Teilchen existieren. Es existiert also irgendwie als verbundenes Energiefeld, was sich aber auch als isoliertes oder zumindest relativ erstmal für sich existierendes Teilchen, als sogenannter Quant, organisieren kann. Und das ist also in der Quantentheorie sozusagen in der Physik ähnlich. Und wenn man das jetzt überträgt auf die Idee von uns, dann lässt sich durchaus sagen, wir sind so insofern ein Mikrokosmos, wie Jakob Böhme, der Görlitzer Philosoph, auch schon sagte, dieses Makrokosmos, also in uns spiegelt sich dieses Grundkonstellationssein des Universums. Wir sind Teil des Feldes, insofern dann Higher Self oder All verbunden, und wir sind einzigartig Quant, Ego, Ich. Und wenn ich das also jetzt dann reflektiere, dass diese beiden Existenzformen jetzt nicht nur physikalisch sind, physikalische Theorie ist zwar schön, sie bietet uns Sichtweisen auf die Welt, aber sie bietet sich uns nur physikalisch. Und wir wissen inzwischen, und die Physik gibt es zu, dass sie damit nur ca. 5% der Wirklichkeit sieht, die 95% sie damit nicht erfassen, wenn sie dunkle Materie oder dunkle Energie und sagen, sie können darüber nichts sagen, obwohl es der größte Teil des Kosmos ist. Nun könnte man es also auch mal ein bisschen gewagt sagen, gut, das ist also diese andere Dimension, das Quantenfeld, die Energieliebe, die bisher nur mythologisch, religiös, spirituell erfasst wurde, für die unsere physikalischen Instrumente nicht ausreichen. Und dann macht es also Sinn, auch diese innere Dualität in uns zwischen Teilchen und Welle, zwischen Ich-Ego und Ich-Higher-Self, nicht irgendwo als getrennt sein, sondern als eine Art Liebesverhältnis zu begreifen. Das hat den Vorteil, dass wir nicht in diese Schwierigkeit kommen, die wir erst schon kurz skizziert, diesen modernen spirituellen Markt dominiert. Oft so, ich muss mich von meinem Ego befreien, das Ego ist schlecht, so, ich soll es loslassen, in meine Erleuchtung schweben. Oder andererseits so die Angstberechtigte der westlichen Kultur, eben unsere Ich-Kraft wieder zu verlieren. Also die berechtigte Angst vor Sekten, vor whatever, die den Menschen irgendwohin entführen und seine Fähigkeit zur Einzigartigkeit, zur Selbstreflexion, zur Freiheit sozusagen auflösen, die aber eigentlich eine Errungenschaft der westlichen Kultur ist. Das heißt, wenn wir das anerkennen, dass wir diese beiden Seiten in uns haben, dann können wir anerkennen, eigentlich brauchen sich diese beiden Seiten. Wie jetzt ein gutes Liebesverhältnis, die wir auch im Außen kennen, zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann, zwischen wem auch immer, oder Frau und Frau. So, die eine Seite gibt uns bestimmte Qualitäten, aber sie braucht das andere. Unser Ego, was uns befähigt, also ich zu sein, Willenskraft aufzubringen, die Welt in unserer einzigartigen Psychologie einzigartig zu sehen, einzigartige Dinge zu erforschen, zu erkennen, in die Welt zu bringen, hat eben das Problem, oft zu sehr an seinem engen, höhlenartigen Ängsten, Sorgen, Machtgefühlen, Machtgeilheiten zu schweben. Das heißt, das Ego braucht das Higher Self, um sich aus dieser Höhle befreien zu können. Und andererseits dieses Higher Self, die universelle Einheit in uns, die Fähigkeit, uns mit allem zu verbinden, eben immer mit der Gefahr, aber so dadurch die Einzigartigkeit unserer Existenz, die Freude, unsere Sinnlichkeit aufzulösen, zu verdrängen, braucht auch dieses Ego, um sozusagen die Kraft in uns zu generieren, die Fähigkeit, die Willenskraft, die Kreativität, um diese Welt auch verändern zu können. Das heißt, die beiden Seiten brauchen sich und sollten sie in dem Sinne eigentlich insofern lieben, als eine Art ko-kreatives Verhältnis, um die für die anstehende große Transformation nötige Kreativität zusammen freizusetzen. Und abschließend dazu jetzt noch ein paar Methoden, die wir uns jetzt ausgedacht haben zur Empfehlung. Die lese ich jetzt kurz vor, wie man dem jetzt näher kommen könnte. Weil das Problem, wie schon zitiert, hat unsere westliche Kultur in Methoden, unser Ego zu stärken. Auch viele dieser ganzen Psychotherapien, die manche vielleicht kennen, so führen uns ja unsere Kindheitsprobleme, machen unsere Einzigartigkeit bewusst, aber schaffen dafür oft dann neuere
Probleme, Ängste, Verstärkung unseres Leitgefühls. Wie schaffen wir uns nicht diese Freiheit, die dann wieder Meditation oder Yoga entstehen lassen, die wiederum, wie gesagt, die Gefahr bieten, dass sie uns aus unserem Ich flüchten lassen. Also aus dem zweiten Teil des Buches, da unsere moderne Kultur diese beiden Seiten unseres Ichs kaum unterscheidet und so wir auch deren inneres Liebesspiel kaum kennen, hier noch ein paar erste Methoden dafür. Um diese beiden Seiten unseres Ich, also wir haben noch viele andere Facetten, aber diese beiden sind vielleicht die wichtigsten für unsere Selbstentwicklung, Lebenskraft und Lebensfreude. Unterscheiden zu lernen, stelle dir vor, dass sie sich außerhalb von dir gegenüberstehen. Sich anschauen und gegenseitig bewundern. Wenn dir das nur in der Vorstellung schwerfällt, kannst du auch zwei verschiedene Fotos von dir an zwei gegenüberliegende Wände kleben und eines mein Ego und das andere mein Higher Self nennen. Und dann versuchen eben im Außen deine inneren Seiten sozusagen erstmal wahrnehmen zu lernen. Oder du lädst ein paar Freunde zu einer Ego-Höheres-Selbst-Aufstellung ein. Einer deiner Freunde präsentiert dein Ego und du stellst diese Person intuitiv irgendwo in einem Raum, in dem Raum. Eine andere Person stellst du stellvertretend für dein höheres Selbst, ebenfalls intuitiv irgendwo anders im Raum auf. Dann fühlst du dich nacheinander in beide ein, erinnerst dich an Qualitäten und Eigenschaften, die sie ausmachen und merkst dir, wie sich das jeweils anfühlt. Und in einem zweiten Schritt fragst du dann diese beiden aufgestellten Personen, was sie gerade auf ihren Positionen empfinden und welche Intuition sie an ihren Plätzen hatten. Anfangs ist es ratsam, dieses innere Liebesspiel zwischen deinem Ego und deinem Higher Self in entspannten und stressfreien Momenten zu üben, damit sich die Gedanken, Gefühls- und Nervenbahnen dafür bilden können. Wenn diese erstmal gebildet sind, gelingt es uns später auch in emotional schwierigen Situationen, die jeweils andere Seite Energie und Potenzialität zu erinnern. Und mit etwas Übung sind wir vielleicht irgendwann dazu fähig, in einer Situation, die uns starke Angst oder Wut macht, zu erinnern, dass dies unser Ego-Part ist und dass unser höheres Selbst zwar gerade etwas überlagert wird, aber dennoch immer noch irgendwo da ist. Sobald dieses höhere Selbst in uns also dann ausreichend gebildet ist, wird es nicht seinerseits versuchen, diese Angst oder Wut zu verdrängen, sondern es wird deren besondere Energie aufnehmen und mit seinen Energien von Licht und Liebe anreichern und verwandeln. Und dieses innere Liebesspiel ermöglicht dann oft ganz erstaunliche Lösungen für manchmal scheinbar unlösbare äußere Probleme. So, abschließend als Resümee, auch nochmal, ich habe das ja schon formuliert. Die Menschen sind Teil zweier relativ verschiedener Welten oder Wirklichkeiten, jede kulturell oder individuell verursachte Reduktion auf nur eine einzige davon führt zu für uns und unsere Umwelt ungesunden Selbstbildern, Lebens- und Wirtschaftsweisen. Die eine Gefahr, der ausschließliche Fokus auf das Ego, die Reduktion unseres Selbst auf unser Ego und die Verdrängung unseres höheren Selbst führen dazu, dass sich dessen universellere Potenziale und Sehnsüchte mehr oder weniger unbewusst in den Wirkungsfeldern des Egos ausbreiten. So entstehen verschiedene Spielarten des letztlich nie gelingenden Versuchs, in physisch oder biologisch begrenzten Wirklichkeiten grenzenlose Sehnsüchte auszuleben.
Konsumsüchte, Besitzsüchte, Machtsüchte, Sexsüchte, Esssüchte, Reisesüchte und so weiter sind typische Beispiele dafür. Ne, so in unserer begrenzten physischen Form irgendwo Unbegrenztheit zu erleben. Und jeder, der das ausprobiert hat, weiß, es klappt nicht wirklich. Ausschließlicher Fokus auf das höhere Selbst hat die Gefahr, die Verdrängung unseres Egos und die Überbetonung unseres höheren Selbst führen zu anderen, letztlich auch nicht gesünderen Spielarten menschlicher Existenz, die geschichtlich in verschiedenen ideologischen Gewändern immer wieder auftretende Einbildung spirituell mehr oder weniger begabter Menschen, die sich als Erleuchtete vom Ego ganz und gar befreit haben, bringt bekannterweise dann oft auch seltsame und selbsternannte Gurus hervor. Im Namen ihrer Heiligkeit verweigern sie eine Reflexion ihrer eigenen verdrängten Ego-Anteile im Spiegel der anderen Menschen. Das führt dann zu teilweise lustigen, dennoch leider auch nicht weniger umweltschädlichen Schattenwirken dieser verdrängten Besitz-, Sex- oder Machtbesitz. Fazit also dieser jetzt kurz rekapitulierten Erkenntnisgeschichte unserer menschlichen Ich-Qualitäten. Wir heutigen Menschen haben unsere Potenziale eines wirklichen Lebens erst teilweise entfaltet. Kurzer Einschub, dieses wirkliche Leben ist wiederum jetzt noch in Bezug zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der schreibt irgendwo in seiner Phänomenologie, glaube ich, so, die Wirklichkeit, unsere wirkliche Existenz, ist noch was anderes als bloß zu existieren im Äußeren. Ne? Also wenn wir nun in unserem Ego sind und essen, trinken, Sex haben und die Welt reisen, jeder kennt das, sind wir zwar irgendwo, wir existieren, aber selten ist dieses Gefühl eben ganz zu sein, ne? Wirklich in sich erfüllt, in dieser wunderbaren Welt, um hier und jetzt zu sein. Ne? Und er meinte, die Wirklichkeit ist genau wie bei Seele, wie bei Lotz in der Begriff der Seele, die Wirklichkeit ist diese Brücke, wo wir in unseren physisch-emotionalen, begrenzten Wahrnehmungsfeldern dennoch das Unendlichere mit reflektieren, spüren, wahrnehmen. Und dann sind wir wirklich lebendig. Darauf bezieht sich also dieser Titel. Wir tendieren dazu, entweder unser Ego oder unser höheres Selbst zu bevorzugen und die andere Seite zu vernachlässigen oder gar zu unterdrücken. Ohne eine bewusste Anerkennung und intensive Liebe der jeweils anderen Seite kann jedoch keine von beiden ihre Schönheit, Weisheit und Handlungskraft entfalten. So bleiben wir zu ich-los oder zu ich-haft. Und erblühen nicht zu der uns möglichen Ich-Freiheit und können wir uns zu wenig von inneren Ängsten oder überholten kulturellen Normen lösen. Und infolgedessen dann leben und wirken wir trotz besseren Wissens oft zu wenig, sowohl für das eigene Glück als auch für die Zukunft dieser Welt. Die Zukunft von Mensch und Erde, damit Rückbezug zum Eingangszitat von Bruno Fraro, wird vielleicht vor allem auch davon abhängen, ob es in den kommenden Jahrzehnten vielen Menschen gelingt, eine bewusstere und liebevollere innere Balance zwischen ihrem Ego und ihrem höheren Selbst auszubilden. Diese persönlichen und kulturellen Befreiungsschritte sind nicht nur aus ökologischen Gründen erstrebenswert, sondern auch aus menschlichen. Denn wozu lebt der Mensch auf dieser Welt, wenn nicht dazu, mit all seinen Potenzialen wirklich lebendig zu werden und zu sein? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und zwar darüber auszutauschen, weil ich denke,